kulturproject.org aufgerufen und die Seite sagt einem dann sofort, benutzt man jetzt Tor oder benutzt man kein Tor. Und gibt es hier so schöne Features in diesem Vidalia-Software, da kann man, also sieht man hier erstmal an der Seite die Liste aller Tor-Server, die es ist so bisher bekannt sind. Und in diesem kleinen Fenster weiter unten sieht man so diverse Verbindungen, die es gibt. Und zum Beispiel hier unten gibt es eine, die geht von PTORIC zur Boost Resource Tutorial. Und das ist also ein existierender Software. Dann gibt es hier einen, der geht wieder von diesem PTORIC zu V, zu Kolpowskaja und so weiter und so fort. Also das sind sozusagen, also die vier hier oben sind existierende Circuits und bei den dreien wird entweder gerade versucht, irgendwie so einen Verbindungstracker aufzubauen oder vielleicht wird er auch gerade abgebaut. Und wenn ich jetzt irgendwie eine Seite aufrufe, also zum Beispiel ich klicke hier auf Tor-Webseite, dann sieht man hier, okay, hier tut sich jetzt was, es wird diese Seite aufgerufen und es wird halt versucht, da werden versucht, Daten runterzuladen. Und normalerweise, also wenn die Seite, also wenn man das ein bisschen länger läuft, sieht man ja auch oben auf der Welt Google die Verbindungsstrecken, wo gerade die Verbindung lang geht. Also das ist so eine nette Spielerei am Rande. Ja, dann hat man halt wieder die Tor-Webseite und kann hier Seiten besuchen. Eine Besonderheit, die dieses Tor-Browser-Paket noch mitbringt, ist ein Plugin, was sich nur hier unten manifestiert durch das Tor aktiviert. Das ist mehr oder weniger ein Umschalter zwischen Tor und Nicht-Tor. Also man kann einfach hier unten draufklicken auf die Verbindung und dann wird Tor deaktiviert. Oder auch nicht. Also normalerweise reicht ein Klick und dann wird das rot. Dann ist halt Tor deaktiviert und so kann man quasi immer zwischen Benutzung von Tor und Nicht-Tor unterscheiden. Und in den ersten Versionen von Tor-Button war es halt wirklich nur ein Umschalter, das heißt, man hat intern so einen Proxy-Server ein- und ausgeschalten. Mittlerweile ist das eine sehr, sehr große Software, weil man hat einfach festgestellt, natürlich kann man keine fremde Webseiten auch den Browser irgendwie auslesen, steuern. Das heißt, ich habe jetzt von Tor aktiviert auf deaktiviert umgeschalten. Und ein Beispiel ist hier, wenn ich auf irgendeinen Link versuche zu klicken, also ich klicke gerade, da tut sich nichts. Und das ist halt, das macht in dem Fall dieser Tor-Button mit, dass er jetzt alle Links quasi deaktiviert, weil es könnte jetzt sein, dass eine andere Webseite, also wenn ich jetzt sozusagen hier weiterklicke, versucht die Webseite meine Browser-History auszulesen. Das heißt, sie versucht sozusagen von der Ferne auszulesen, welche Seiten habe ich denn vorher besucht. Es gibt eine Webseite, die der eine oder andere kennt. Also es gibt eine Seite, die heißt YouTube, die kennt jeder. Und es gibt eine andere Seite, die guckt niemand an, aber die kennt auch jeder, die heißt YouPorn. Und die haben das halt gemacht. Die haben so die Browser-History ausgelesen von den Nutzern, die auf die Seite gegangen sind. Und durch solche Sachen versucht das, also dieser Tor-Button, das deaktiviert. Das heißt, hier kann die Seite das gar nicht auslesen, weil das sozusagen irgendwo anders jetzt gespeichert wird. Genauso werden auch Cookies hier separat gespeichert. Es werden diverse JavaScript-Funktionen ausgeschalten. Es ist, was weiterhin auch gemacht wird, der Browser wird auf eine halbwegs fixierte Größe gehalten. Also immer so Vielfaches von 50 Pixeln, um es einfach auf fremden Webseiten schwerer zu machen, anhand so einer speziellen Größe des Browserfensters zu messen, dass das eine eindeutige Person ist. Versuche ich mal diesen Link von vorhin wieder aufzurufen. Mal gucken, also was die Webseite jetzt hier sagt. Also das ist wieder diese Panoptik-Seite, wenn ich jetzt Pech habe, genau, ist es halt hier auch wieder so, dass ich unique, also eigentlich gerade schon mal 1,7 getesteten Version bin.
Also sozusagen hat mir das jetzt noch nicht gebracht, ich müsste jetzt einfach versuchen. Achso, nee, außerdem habe ich das dieses ganze Ding ausgeschaltet, das ist natürlich Quatsch. So, was machen wir? In dem Fall zu schnell und schon ein Stück weiter bringt. So, jetzt gucken wir nochmal, was dieses Panoptik gibt. Das sagt zunächst erstmal hier bitte warten. Und also hier jetzt sieht man, ich bin einzigartig unter 26.000 Browsern. Und vorhin war es ja so, dass ich einzigartig unter 1,7 Millionen war. Das heißt also, insgesamt ist mein Anonymitätsset, also diese Menge schon gewachsen sozusagen. Also jetzt mal grob hochrechnen, wäre vielleicht so unter 700 von 1,7 Millionen, also das ist jetzt so grob abgeschätzt. Das heißt, ich habe zunächst schon meine Menge von Leuten, unter denen ich mich sozusagen gleichartig bewege, ein bisschen vergrößert. Und so diverse andere Sachen versucht es dieser Tor-Button selber mit umzusetzen. Also der Tor-Button versucht auch hier diverse Eigenschaften zu setzen, damit man nicht von der Ferne einfach mal so ausgelesen werden kann. Und das ist halt ein wesentlicher Vorteil zu anderen Lösungen. Ansonsten, wenn man das per Hand macht, muss man hier noch viele Sachen selber steuern. Also, das Thema Cookie-Verwaltung, was ich schon gesagt hatte, Verwaltung von diversen Plugins. Also es gibt so Plugins, die selbstständig Daten am Browser vorbei weiterleiten. Und hier versucht dieses Tor-Button in den auch neueren Versionen noch quasi den ganzen Browser für sich abzuschalten. Und was Tor mittlerweile auch festgestellt hat, ist, dass der Firefox hier sich nicht gut ausreizen lässt. Also man geht jetzt in neueren Versionen oder versucht es eher auf den Chrome, Google Chrome zu setzen, weil da einige Designgeschichten besser umgesetzt worden sind als in dem Firefox. Wobei, bevor es hier eine funktionierende Tor-Button-Version von dem Chrome gibt, das wird also noch eine Weile dauern. Es wird aber in Zukunft auch sein, dass also dieser Tor-Button hier wesentlich mehr in Firefox noch integriert und eingebunden ist. Ja, und zurück hier zu unserer Weltkarte, die haben wir schon gesehen. Und zu diesem Vidalia-Fenster auch nochmal hier. Also das, darüber kann ich quasi jetzt Tor selbst auch noch ein bisschen steuern. Also das Netzwerk betrachten ist das, was wir oben gesehen haben. Man kann ja gucken, was für Bandbreite benutzt wird, was an Logmeldungen gemacht werden. Und bei dem Thema Einstellung gibt es hier Netzwerkeinstellungen. Und das ist manchmal ganz interessant für Menschen, die in Firmennetzwerken sitzen, die natürlich einen Proxy benutzen wollen oder müssen. Kann man also hier den Firmenproxy einstellen, damit man auch sozusagen überhaupt eine Verbindung nach außen bekommt. Und genauso kann man hier auch sagen, meine Firewall lässt nur Verbindungen zu bestimmten Ports zu. Also das sind so interne Einstellungen, die man treffen kann und möchte. Und der letzte Punkt hier unten ist dann interessant für Leute, die entweder in sehr restriktiven Umgebungen sich befinden, also in sehr beschränkten Netzwerken, oder was eigentlich das Ziel ist, hier dieser Menüpunkt soll Leuten helfen, die in den Ländern wie Iran, Saudi-Arabien, China etc. leben. Hier versucht man nämlich über sogenannte Brücken, also Brückenserver, Bridge-Server, noch einen kleinen Zusatznutzen mitzuliefern. Denn wenn wir uns nochmal hier kurz diese Grafik anschauen, die ich hier gezeigt hatte, also es war ja so, dass anfangs wird hier werden diese Verzeichnisinformationen abgerufen, danach wird hier so ein Verbindungsstrecke durch das Netzwerk gebaut und diese Informationen sind öffentlich. Das heißt, man diese Informationen, welche Tor-Server es aktuell gibt, kann jeder von den Verzeichnisservern abrufen. Das heißt, ich kann jetzt hingehen mit dem Browser, mir die Liste runterladen und das quasi auch in meiner Firewall einstellen, dass ich alle Rechner, die es jetzt in dem Netzwerk gibt, die Tor-Rechner sind einfach Sperre. Und damit ist der Nutzer auch ausgesperrt von dem Tor-Netzwerk. Aber
es gibt halt jetzt diese Bridges, die noch neu sind. Und bei den Bridges ist es so, dass es jetzt einen versteckten Pool von Tor-Servern gibt. Also einen Pool, der nicht mehr über Verzeichnisserver abgerufen werden kann, sondern der ist geheim. Vergleichsweise geheim. Wie geheim, dazu stellen wir was sagen. Und wenn ich jetzt so eine geheime Bridge kenne, kann ich halt sozusagen die Verbindung zu dieser Bridge aufnehmen und habe sozusagen diesen ersten Schritt ins Tor-Netzwerk geschafft. Und die Bridge ist ja dann hoffentlich nicht mehr gesperrt und die Bridge baut dann halt diese weitere Verbindungsstrecke auf. Und das soll halt Leuten garantieren, dass sie auch wirklich noch eine Netzwerkverbindung haben. Und es ist gerade, wenn man nach China guckt, momentan die einzige Anti-Zensur-Lösung, die dort im größeren Maßstab überhaupt noch funktioniert. Also es gibt so ja diese virtuellen globalen Netzwerke für VPNs, es gibt Siphon als Software, es gibt diverse andere Anti-Zensur-Software und die chinesischen Zensuren haben es geschafft, so ziemlich alles, was es gibt, wegzukegeln. Also das kann man alles von China aus oder zum großen Teil zumindest nicht mehr benutzen. Und diese Tor-Bridges sind in einem gewissen Umfang noch nutzbar. Ja, Geheimhaltung funktioniert aber halt auch leider nicht ganz so gut. Also die Vorbereiter haben sich überlegt, wenn jemand so eine Bridge aufsetzt, dann kommt die halt in verschiedene Pools rein. Es gibt einen Pool, der landet auf Webseiten. Das heißt, man kann die Webseite bridges.torproject.org besuchen und bekommt dann hier oben drei Adressen genannt. Die trägt man halt in diesen Vidalia-Programm ein oder in eine andere Konfigurationsoberfläche, die man benutzt, startet Tor neu und damit werden halt in dem Fall diese drei Bridge-Server benutzt. Jetzt ist natürlich naheliegend, wenn ich möglichst alle diesen ganzen Pool rausfinden will, dann besuche ich die Webseite halt tausendmal, rufe die tausendmal auf oder zehntausendmal oder hunderttausendmal oder wie auch immer, guck, was stehen hier oben für Adressen drin und sperre die dann alle. Und also Tor versucht sich rudimentär davor zu schützen, indem es einfach jetzt guckt, welche IP-Adresse ruft die Webseite auf und wenn ich morgen mit derselben IP-Adresse die Seite mit aufrufe, kriege ich wieder diese Server angezeigt. Aber in China ist das halt kein Problem. Also in China gibt es so eine Gruppe, die nennt man die 5 Yuan Gang. Also das sind so Leute, die kriegen einen gewissen Geldbetrag und vollführen dann gewisse Aufgaben. Also das, was man auch bei dem Amazon Mechanical Turk findet. Also da gab es auch das Projekt von Amazon, dass man Leuten einen kleinen Geldbetrag bezahlt. Und die machen halt so Standardaufgaben. Und in China ist es ganz, ganz verbreitet, dass man denen halt auch 5 Yuan zahlt für irgendeine Aufgabe oder für eine Teilaufgabe. Und dann machen die das. Und dann haben halt hier einfach mal 10.000 Chinesen diese Website aufgerufen, haben diese IP-Adresse hier oben abgeschrieben und die wurde halt dann gesperrt. Und also gerade in China ist es auch sehr häufig zu sehen, dass sowas wird dann halt gemacht, wenn jemand einen Blog-Kommentar veröffentlicht, der sich irgendwie systemkritisch äußert. Dann hat man innerhalb Minuten wirklich hunderte von Kommentaren, die das System loben, wie toll das alles ist in China und so weiter. Also das ist sehr faszinierend auf eine negative Art und Weise, wie gut das da funktioniert. Jetzt gibt es daneben einen zweiten Pool der, von Adressen, der landet in einem sogenannten E-Mail-Pool. Und das ist so, hier kann man mit einer eine E-Mail schreiben an bridges@torproject.org. Also ähnlich wie oben, und kriegt dann von denen zurück auch wieder drei Adressen genannt, wie hier, also die E-Mail sieht ziemlich ähnlich aus. Bedingung ist, dass es von einem Google Mail Account abläuft, weil Google Mail also momentan eines der besten Captures hat und die auch schwer automatisiert gebrochen werden können. Und da versucht man sozusagen im automatisierten Angreifer auch wieder schwer zu machen. Das Problem ist natürlich in China genau dasselbe. 5-Yuan-Gang, dann ist das halt egal, da sitzen halt 10.000 Leute dran, und die haben das halt auch gemacht, wenn mal 10.000 Mails oder was weiß ich wie hingeschrieben haben, auch da so ziemlich den kompletten Pool an Bridges für E-Mails abgefischt. Und dann gibt es halt noch einen dritten Pool, und der ist wirklich geheim, der wird nur an ganz, ganz wenige Leute herausgegeben. Und das Gute in China ist es, dass es da sozusagen funktionierende soziale Netzwerke gibt, und zwar soziale Netzwerke nicht im Sinne von Facebook oder Google Plus, sondern ich habe Freunde und ihr habt Freunde, und haben einfach die Leute aus dem Tor-Projekt den Satz IP-Adressen, also solche Server, gegeben und die haben es dann sozusagen auf ihrem Weg weiterverteilt und die werden dann halt auch dort jetzt rege benutzt. Ansonsten ist das chinesische System halt wirklich sehr, sehr clever, was das ganze Thema betrifft. Man kann halt auch hier in dieser Software einfach hier unten hinklicken und sagen, hier, ich möchte
gerne eine Brücke finden.